Mein Eigentum. Ja, moin. Es ist so scheiße windig. Ich habe mich mal hier unter einer Brücke versteckt. Ich werde jetzt so eine dicke Regenjacke noch anziehen. Und den Rucksack tue ich woanders hin und gebe da auch so ein Plastikding drüber. Habe ich extra mitgenommen. Naja, ich bin jetzt aktuell in Pfaffendorf. Bin durch Keten gefahren, also Bergheim. Als nächstes komme ich in Elsdorf. Und dann geht's weiter. Oh. Dann kommt ganz lange erstmal nichts. Und dann Jülich. Naja, ich melde mich mal wieder, wenn wir weiter sind. Okay, es ist extrem windig, deswegen habe ich eine kleine Pause gemacht. Es ist echt anstrengend, mit dem Roller zu fahren. Aufpassen, dass man nicht den Graben fährt. Selbst hier da ist, sieht man die Jacke gleich weg. Ich habe das erste Lost Place gefunden. Von hier sieht alles verschlossen aus, aber ich habe von anderen Straßenseiten gesehen, dass die ganzen Fenster alle weg sind. Also man könnte sogar reinkommen. Ganz schön wild aus. Hier hat auch jemand zugemacht. Achtung, Grundstück wird Video überwacht. Ja, natürlich. Also man sieht, von dort kommt man überall rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Bock drauf habe. Vielleicht komme ich einmal mit der Jakita hier hin. Also ich werde da jetzt nicht reingehen, weil ich noch andere Lost Places, wo ich definitiv hin will. Aber ihr seht, man kommt überall rein da. Ja, aber wir gehen jetzt weiter. Ich markiere das auf der Karte und fertig. Und der nächste Lost Place. Ja, hier sind zwar direkt Häuser und so, aber das ist irgendwie so ein Silo oder so, denke ich mal. Man kommt auch nicht rein, glaube ich. Ist alles noch zu. Aber ist trotzdem ganz interessant. Wollte ich mal hier gucken. Ich denke mal, hier wurde abgeladen. Ja. Und das Ganze rutscht dann da hoch. Und dann ist es weg. So einfach war das. Und hier sind halt überall Felder, ne? Und das ist halt ein Silo davon. Und da wollte ich einfach mal gucken. Wobei ich glaube sogar, das hier ist offen. Ja, also wenn man wollte, könnte man wahrscheinlich da durch. Na, hier wurde schon aufgemacht und wieder zugemacht. Naja. Ich würde sagen, es geht weiter. Und ich habe auch schon ungefähr 60% meiner Strecke geschafft. Also, es geht weiter. Ich bin überhaupt nicht mehr im Zeitplan. Es liegt daran, dass ich immer wieder Lost Places finde. Und bei dem habe ich jetzt einfach mal entschlossen, auch reinzuschauen. Weil der lag jetzt hier einfach so auf der Straße. Okay, hier ist Meter hoch Müll. Trotzdem werde ich jetzt hier mal gucken. Taschenlampe habe ich jetzt gerade nicht am Start, werde ich aber wahrscheinlich mal auspacken. Also von der Straße aus sieht es aus wie, ja, nützt nichts. Ich muss mal die Taschenlampe rausholen. Wir gucken trotzdem jetzt mal hier rein. Okay. Hier wurden also richtig Autos komplett ausgeschlachtet. Oh. Alles rumort hier, also Motor raus, hier ist einfach alles raus aus dem Auto. Und wie ihr seht,
da alles Autoteile. Früher, wo man war. Hier sieht man, also die Wand, die wird hier auch gehalten von diesem Stift. Ist also hochgradig einsturzgefährdet. Okay, hier will man nicht wirklich rein. Also ich bin tatsächlich an einigen Lost Places vorbeigefahren, habe nicht alle gefilmt und schon gar nicht bin ich überall reingegangen. Also das hier ist eigentlich sogar der erste Lost Place, in den ich jetzt reingegangen bin, weil hatte sich angeboten, weil ich pinkeln musste. Hier ist auch. So, es geht weiter. Ciao. Ich gebe mir jetzt einfach den und ein Frikadellchen. Guten Tag. Wo haben Sie denn so Sandwiches, das fertige? Antwerpen. Nicht the to go, diese in dieser Plastikpackung? Nee, habe ich heute gleich, war gar keine da. Die haben, wenn nur ganz sporadisch da und auch meistens immer nur die Vollkorngeschichte. Hab okay. Ich leider nicht. Nee. Dankeschön. Ich nehme dasselbe. Und die hier, genau. Ja. Ist das in so ein Tütchen oder geht das so raus? Tütchen. Ja, dann nehme ich das. Na, jetzt noch zahlen, dann sehen wir uns draußen. Also Leute, das ist ein Laden, ne? In der Stadt hier, wo ich bin, der Rewe. Die Kassiererin. Übelst unhöflich, egal. Ich gönne mir jetzt meinen Monster Energy, der wie Fanta schmeckt. Und meine Mini-Schweinehaxe. Okay Leute, der Sturm wird immer schlimmer. Ich stehe jetzt hier geschützt. Ich zeige euch jetzt mal, wo ich bin. Ich kann kaum noch den Roller manchmal halten. Ich habe wirklich so Schräglage. Und ich muss jetzt die Kamera echt festhalten, wenn ich euch zeige, wo ich bin, weil es hier so stürmisch einfach ist. Ja. Ich hoffe, das kommt auch nur annähernd so krass rüber, wie es hier eigentlich wirklich ist. Also hier ist es extrem windig, jetzt gerade geht's, richtig weit nach da unten, und hier ist irgendein Ab. Und da fliegt mein Schutz von meinem Rucksack. Also es ist richtig hardcore windig, man muss jetzt noch weiter. Das ist stürmisch. Sobald ich mit dem Roller jetzt hier raus fahre, ist es wieder. Ja, es ist wieder richtig anstrengend zu fahren. Aber wir müssen ja heute noch ankommen. Und solange es nicht regnet, fahren wir auch. Bis dann! Vielen Stunden Fahrt bin ich jetzt in Belgien angekommen und bin an einem verlassenen Bahnhof. Mein Eigentum. So, da es heftig am Regnen ist und ich 4 Stunden mit dem Roller fahren muss, werde ich jetzt Regenhose und so anziehen. Ja, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin wieder an einem Lost Place. Und ich werde wohl auch nicht nach Hause kommen, so einfach, weil... Erstmal hier reingucken. Weil mein Internet funktioniert nicht in Belgien und mein Navi will mich nur auf die Autobahn schicken, wenn ich Autobahn meiden anklicke, dann will er ja Internet haben und Internet habe ich nicht und das ist ein Problem.
Jetzt weiß ich nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Und deswegen habe ich gedacht, guck ich mal hier bei dem Lost Place rein. Wenn wir nichts zu tun haben. Mann, ich könnte sowas von ausrasten. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Ich versuche jetzt erstmal über eine Bundesstraße nach Deutschland zu finden. Und über diese Bundesstraße, also ja, nach Deutschland finden. Und in Deutschland funktioniert dann hoffentlich wieder mein Internet. Nö, so verlassen scheint das nicht zu sein. Da stehen zwei Leute drin. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder. Ja, ich habe Regenhose an und alles. Die blöde Kuh in meinem Ohr, die sagt immer, bieg jetzt links ab, bieg jetzt rechts ab. Und das ist halt genau, ja, die will mich immer auf die Autobahn schicken. Ich kann ja schlecht auf die Autobahn. Jetzt muss ich gucken, dass ich 30 oder 40 Kilometer irgendwie über irgendwelche Bundesstraßen selber finde, damit ich nach Hause komme. In jedem fucking Lost Place, wo ich heute hingehe, sind irgendwelche Leute. Na gut, der eine Typ, der hat uns ja, also dem gehörte das ja sogar, und der hat uns ein bisschen was gezeigt. Hier jetzt, ja, das gehört denen wahrscheinlich auch. Weil die zeigen uns bestimmt nichts, die zeigen uns höchstens einen Vogel. Ja, deswegen gehen wir mal lieber schnell wieder weiter. Ich wollte euch nur am Laufenden halten, und dass es für mich noch eine sehr lange Fahrt wird. Ein sehr anstrengender Tag. Diese Batterie ist jetzt auch schon leer. Ciao. Versuche nach Hause zu finden, und habe aber das hier gefunden. Ein richtig altes Schätzchen. Dann markiere ich mir auf jeden Fall, wo das ist. Hier müssen wir auf jeden Fall mal hin. Also so richtig historisch. Das wird, schönen Boden, alles. Ein richtig schönes, schniekes, altes Lost Place. Ja, wenn ich nicht arbeiten müsste morgen, würde ich wahrscheinlich... Hätte ich in so einem Lost Place mir es gemütlich gemacht und hätte halt gepennt. Dann hätte ich mich morgen um die Heimreise gekümmert. Nun bin ich jetzt echt in Problemen. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, die ich hier sitze, um zu gucken, ob der vielleicht bei Google jetzt ein bisschen klarkommt. Ansonsten muss ich mir die Strecke irgendwie so zusammenpuzzeln. Und das kann echt... Das könnte echt dauern. Bam! Ich fahre ja komplett ohne Navi und so. Ich weiß gar nicht, warum ich den Stecker noch im Ohr habe. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich fahre ohne Navi und ich weiß einfach, dass ich richtig bin, weil ich fahre schon wieder beim Noel zu Hause vorbei. Da hinten bin ich letztens mit dem Rad lang gefahren bei der Fahrradtour. Da kommt dieses Bütchen um die Ecke. Und da hat der Noel drunter geschrieben, dass ich bei ihm an der Haustür vorbeigefahren bin. Da sind noch zwei Jungs, die gucken die ganze Zeit rüber. Ja, wer weiß, vielleicht ist das der Noel. Noel. Naja, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich muss gucken, dass ich hinne mache. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Es wird auf jeden Fall langsam dunkel. Mittlerweile gut Kilometer runtergerissen. Ich glaube, 250 Kilometer sind es mittlerweile. Ja. Ich fahre mal weiter. Okay, wir haben mittlerweile stockedüster. Es ist Nacht. Ich bin aber wieder in Leverkusen. Ist nicht mehr weit. Ich gehe jetzt noch mal kurz in die Tankstelle, mir was holen. Und dann geht's zum Endsport. Mir tut mein Hintern einfach so unglaublich weh. Ja, die letzten Meter nach Hause, nämlich eine kleine Abkürzung durch den dunklen Wald. Dann geht ein richtig langer und harter Tag zu Ende. Ich hoffe, mein kleiner Vlog hat euch gefallen. Ihr habt jetzt links noch ein Video und rechts noch ein Video. In der Mitte könnt ihr noch abonnieren. Ich verabscheue mich. Ciao, ciao.